Wer versucht, die Faszination des Ironman in Worten zu beschreiben, der wird an seine Grenzen stoßen. Sprache reicht kaum aus. Das Auf und Ab, Begeisterung und Selbstüberwindung, Glücksgefühle und Krisen, der 226 Kilometer treffend zu beschreiben. Es sind wohl eher Bilder wie diese, die jedes Jahr mehr Menschen dazu herausfordern, sich der schwersten Ausdauerprüfung zu stellen, die der Sport weltweit bis heute zu bieten hat. Längster Tag des Jahres, so haben die Veranstalter des Ironman in Frankfurt ihr Rennen getauft. Eine Reise ins Ungewisse, nennen es die Sportler. Und bereiten sich deshalb umso akribischer vor auf diesen einen Tag, dem sie Monate, vielleicht sogar ein ganzes Jahr untergeordnet haben. Das hat nichts damit zu tun, welche Endzeit erwartet wird, also nicht seit der Erstausgabe in Hawaii 1978. Über 2300 sind es wieder in diesem Jahr, die sich für die Europameisterschaft der Ironman gemeldet haben. Für viele von ihnen ist es der erste Start über diese Distanz und die Spannung ist mit Händen zu greifen an diesem Morgen des 4. Juli in der gigantischen Wechselzone am Ufer des Langener Waldsees, ein paar Kilometer südlich von Frankfurt. Ein paar Meter Vorsprung bekommen sie, die 37 Profis, die pünktlich um 6.45 Uhr gemeinsam mit rund 300 leistungsstarken Amateuren das Rennen eröffnen. Gut zu sehen aus der Perspektive des Helikopters, wie schnell sich schon hier das Feld auseinanderzieht. Genau 15 Minuten später, um 7 Uhr, folgen ihnen die fast 2000 Altersklassenathleten, vom hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch zum letzten Mal in dieser Funktion auf die Reise geschickt. Und auf geht die Post! An der Spitze sorgt, wie erwartet, der Rostocker Andreas Rählert für Tempo. Hier an der Seite seines Trainingskollegen Christian Ritter, wie Rählert ein ehemaliger Leistungsschwimmer. Ein kleiner Vorteil sicher für beide, das Neoprenanzugverbot. Bei Wassertemperaturen jenseits der 25 Grad sind die auftriebsbringenden Gummihäute laut Ironman-Regelwerk nicht erlaubt. Und doch sind die Favoriten eng beisammen bei der kurzen Landpassage nach gut 2200 Metern. Mit dabei, und das ist doch eine kleine Sensation, Timo Bracht, der Titelverteidiger, als Dritter. Dann natürlich Chris McCormack, der Weltmeister von 2007, Jan Raphael, Brachts Teamkollege im Commerzbank Triathlon Team, Uwe Wiedmann aus Wiesbaden, der Gladbecker Georg Potrebitsch, Cameron Brown aus Neuseeland, der Darmstädter Frank Wittrisall und auch die schnellste Frau Katja Konczak aus Nordhausen. Schon fast 2 Minuten zurück eine größere Verfolgergruppe, dahinter in riesiger Keilform das Feld der Amateure. Nach 3,8 Kilometern fast unverändert die Reihenfolge. Kaum über 47 Minuten die Schwimmzeit für Ritter vor Rählert, dem Franzosen Martin Franck, Wiedmann dabei, McCormack, Brown. Steil geht es hinauf durch den Sand in Richtung erste Wechselzone. Rählert und Ritter auch hier die schnellsten. Bracht fast dran. Probleme mit dem Riemen des Aerohelms bei McCormack, der hier kostbare Sekunden verliert. Bei den Frauen Konczak vorn. Einen schönen Vorsprung hat sich die Thüringerin da herausgearbeitet, vor der immerhin 17-fachen Schweizer Meisterin im Schwimmen, Caroline Steffen,
die hier nach ihren jüngsten Erfolgen im Ironman 70.3 wohl als eine der Favoritinnen gelten muss. Schon kurz dahinter aber Andrea Steinbecher und Nicole Leder, seit dem unvergessenen Duell im Jahr 2007, scheinen die beiden hier ja fast unzertrennlich. Die Vorjahreszweite Yvonne van Flerken dagegen scheint, wie schon vor 6 Wochen in St. Pölten, ihren Schatten Sandra Wallenhorst zunächst abgehängt zu haben, 7,5 Minuten Rückstand zu führen in Konchak zwar, doch für Wallenhorst sind es noch einmal fast 2 Minuten mehr. Im morgendlichen Dunst noch kaum auszumachen das erste Zwischenziel der Radstrecke, die gut 12 Kilometer entfernte Finanzmetropole Frankfurt. Als Rählert nach nicht einmal 2 Kilometern an Ritter vorbeifliegt und sich an die Spitze setzt. Gute Laune bei McCormack, noch. Bei Bracht dagegen eine erste Krise. Und da deutet es der 34-Jährige an. Probleme mit dem Hinterreifen, ein sogenannter Schleicher, der Ruf nach dem Materialwagen. Bereits kurze Zeit später ist der zur Stelle, doch natürlich ist das in dieser nervösen Anfangsphase eine besonders unangenehme Situation. 30, vielleicht 40 Sekunden dauert der Austausch von der Vollcarbonscheibe auf die Hochprofilfelge des Servicewagens. Rählert bereits deutlich vorn in Maintal-Hochstadt. Und was für eine Geschwindigkeit, was für eine Entschlossenheit. Inzwischen vorbei an Katja Konchak, Caroline Steffen. Auch ihre Führung deutlich, mit mehr als 3 Minuten ermitteln die Zeitnehmer den Vorsprung der Schweizerin, die natürlich weiß, wie wichtig schon in dieser frühen Phase die ausreichende Versorgung mit Energie ist. Van Flerken, sicher nicht ganz glücklich mit dieser Rennkonstellation, die Wahlösterreicherin, die inzwischen auch von hinten von Wallenhorst unter Druck gesetzt wird. Auf Platz 4 mit diesem Manöver, vorbei an Konchak, die Darmstädterin Nicole Leder. Wenn man so will, die Lokalfavoritin in diesem Feld, gemeinsam mit der Frankfurterin Maike Krebs. Hey, so kommt sie nie in die erste Bundesliga, wenn du da rumstehst. Doch, schon. Fortuna Düsseldorf hier. Dritte Liga, dritte Liga. Ein Schock für die Konkurrenz, was Andreas Rählert hier auf den Asphalt zaubert. Sicher, auch vor einem Jahr hatte der Rostocker lange geführt, aber für seinen Parforce-Ritt später mit Platz 4 bezahlt. Jetzt beträgt sein Vorsprung kurz vor Ende der Radstrecke fast 11 Minuten. Nicht einmal den Helikopter, der diese faszinierenden Luftbilder des Hessischen Rundfunks liefert, haben die Verfolger in den beiden vergangenen Rennstunden noch zu Gesicht bekommen. Stunden, 20 Minuten und 35 Sekunden und das ist ein neuer Rekord für die wegen einer Baustelle in Bad Vilbel in diesem Jahr sogar etwas überlange Radstrecke. Andreas, ist das noch ein kontrolliertes Rennen oder volles Risiko? Volles Risiko? Ich habe leider keine Rückmeldung, wie weit ich vorne liegen soll. 11? Ah, Quatsch.
Das ist wahr. 11 Minuten Vorsprung. Oh, um Gottes Willen. Ich hoffe nicht. Warum um Gottes Willen? Ich hoffe nicht, dass ich überzogen habe beim Radfahren. Ich bin jetzt schon müde. Fühle mich ein bisschen besser als letztes Jahr. Aber jetzt kommt der Ernst. Alles Gute. Also, aber das war schon mal eine gute Einschätzung, glaube ich, an dich vom Daumen auf. Der sagt, mein lieber Scholli, wer den Andreas heute schlagen will, der muss Unglaublich wichtig jetzt diese Unterstützung, der Support von Michael Rählert, dem jüngeren Bruder, dem amtierenden Ironman 73-Weltmeister von Clearwater. Denn was ist sicher bei einem Rennen wie diesem, bei gut 30 Grad Schülerhitze und vor allem mit diesem Mann im Nacken, dem zweifachen Frankfurt-Sieger, dem Kämpfer bis zum letzten Meter, Timo Bracht. Der sich mit einem Angriff nach 150 Kilometern der Radstrecke auch von ihm gelöst hat, dem Australier Chris McCormack, Sieger von 2008, im vergangenen Jahr Dritter hier in Frankfurt. Unterstützung nun auch durch den früheren Weltklasse-Triathleten Lothar Leder, der von Rählert überrundet fast 20 Kilometer mithält mit seinem Teamkollegen. Seit diesem Jahr startet Rählert ja in den Farben desselben Sponsors. Und das ist Leders Frau Nicole. Weiter liegt sie auf Platz 4, die Europameisterin von 2007. Und sie wird es auf der Marathonstrecke sicher noch einmal versuchen anzugreifen, eine ihrer gefürchteten Aufholjagden zu starten. Auch wenn 14 Minuten Rückstand auf sie, Yvonne van Vlerken auf Platz 3, wohl ein wenig zu viel sein dürften, aber auch die ehrgeizige Holländerin hat ganz offenbar keinen perfekten Tag erwischt und bereits einen deutlichen Rückstand auf Sandra Wallenhorst, die sich inzwischen auf die Verfolgung der führenden Caroline Steffen gemacht hat. Rund anderthalb Minuten nimmt sie der Schweizerin auf jeder der vier Laufrunden derzeit ab. Aus für Lothar Becker. Um nicht einmal zwei Minuten scheitert der 66-Jährige am Cut-off für die zweite Radrunde. Was für eine Enttäuschung. Naja, wie die Bankentour der Römer und die Frankfurter Sparkasse. Und natürlich auch für die vielen freiwilligen Helfer, die ich jetzt hier hingehen möchte, die an der Marathonstrecke jetzt zu versetzen. Andreas Rählert, nur noch 6 Kilometer trennen den Hawaii-Dritten von 2009 jetzt vom größten Erfolg seiner Karriere. Timo Bracht, er hat den Rostocker seit 20 Kilometern gehörig unter Druck gesetzt, ihm mehr als 5 Minuten abgenommen, doch der Angriff kam zu spät. Auch wenn er ihn erneut, wie vor einem Jahr, ins Straucheln bringt, den Sieger von 2008, den leidenschaftlichen Australier Chris McCormack. Vorbereitung für den großen Augenblick. Keine 500 Meter mehr, dann darf der Sieger Andreas Rählert den Jubel tausender Zuschauer auf dem Römerberg auskosten. Den Lohn für die Qualen heute dort draußen, für die monatelangen Entbehrungen der Vorbereitung. Die Glückwünsche vom Bruder, von Michael Rählert. Was für ein Rennen, welche Dominanz. 8 Stunden, 5 Minuten und 15 Sekunden, immer noch mehr als 5 Minuten Vorsprung. Bis 10 Kilometer vor dem Ziel hatte es sogar so ausgesehen, als sei eine Zeit unter 8 Stunden drin, als könne der Streckenrekord Timo Brachts aus dem Vorjahr noch fallen. Aber diese letzten 10 Kilometer, sie waren eine einzige Tortur. Sie haben den 34-Jährigen ganz offensichtlich alles gekostet. Sicher auch, weil man ihn eben niemals unterschätzen darf, Timo Bracht, den zweifachen Sieger, der Frankfurt als sein Wohnzimmer bezeichnet und von dem man weiß, dass er kein Rennen verloren gibt, bevor nicht die Finishline erreicht ist. Und der sich dennoch freuen kann über Platz 2 hinter Andreas Rählert.
Gesten der Fairness. Schwer gezeichnet von den Strapazen Chris McCormack, der Drittplatzierte. Wie vor einem Jahr, als er erst den Spanier Eneko Llanos und dann Bracht hatte auf der Marathonstrecke ziehen lassen müssen. Diesmal war es Rählerts Ritt auf den 184 Radkilometern, der seinen Traum vom zweiten Sieg in Frankfurt zerstört hat. Platz 5 hinter dem Neuseeländer Cameron Brown, ein tolles Ergebnis für den Hannoveraner Jan Raphael, der damit endlich anknüpfen kann an sein starkes Debüt hier in Frankfurt vor 3 Jahren, als er Vierter wurde. Ich bin heute auch das nötige Risiko eingegangen, was man einfach bereit sein muss einzugehen, um so ein Rennen zu gewinnen. Das sind die Momente, wo ein Sportler ein Leben lang von träumt. Das ist dieser perfekte Tag, das sind die Emotionen, die man vom Publikum bekommt und die waren mein Leben lang. Es war jetzt kein richtig schnelles und richtig gutes Rennen, aber es war trotzdem ein wichtiges Rennen. Beim Schwimmen war ich die ganze Zeit vorne mit dabei, bin auch mit dem Andi aufs Rad. Und der ist so schnell losgefahren, die ersten 10, 15, dass ich überhaupt nicht richtig nachkam. Da habe ich einen kleinen Schleicher gehabt, musste das Hinterrad wechseln. Und dann war es eigentlich schon gelaufen. Dann hat auch ziemlich viel Zeit gut gemacht auf uns. Wir waren mit der Gruppe eigentlich unterwegs wie bei einer Kaffeefahrt. Es war echt unglaublich, wie langsam die alle gefahren sind. Und ich bin auch nicht richtig weggekommen. Und so musste ich mich halt gedulden und konnte ab 150 Kilometer erst dann richtig angreifen und habe dann nochmal am Vorsprung rausgefahren. Ich denke, das Rennen hat mich jetzt nicht ganz so kaputt gemacht wie die Jahre zuvor, weil die letzten 5, 6 Kilometer nicht so hart waren und die Platzierung eigentlich fest zementiert. Und jetzt mal schauen, jetzt mal wieder Bier mit Alkohol trinken und den Grill anschmeißen, dann geht's in die Hawaii-Vorbereitung. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Danke. Kilometer harte Arbeit, 36 Kilometer Geduld und dann ist Sandra Wallenhorst endlich dran. Zieht vorbei an der überraschend stark laufenden Schweizerin Caroline Steffen. Ja, Daumen hoch für die Schweizerin. Und haben Sie diese triumphierende Geste gesehen? Die Bäckerfaust. Viele haben nach der Niederlage der 38-Jährigen über die halbe Distanz vor wenigen Wochen in St. Pölten nicht an eine Titelverteidigung Wallenhorsts geglaubt. Und dann dieser nervenstarke, dieser abgeklärt wirkende Auftritt, als hätte sie das Rennen mit dem Rechenschieber vorausbestimmt. Vize-Europameisterin bei ihrem ersten Start in Frankfurt, Caroline Steffen. Die Spezialistin über die halbe Ironman-Distanz hat damit bewiesen, dass sie den sorgfältig geplanten Schritt zum Ironman zur richtigen Zeit vollzogen hat. Yvonne van Flerken auf Platz 3, völlig ausgepumpt ist die Niederländerin. Alles andere als der Sieg sei eine große Enttäuschung, hatte sie vor dem Rennen immer wieder gesagt. Und das will man angesichts dieser Bilder auch nicht mehr bezweifeln. Sandra Wallenhorst, wir sehen hier den großen Pokal für den zweiten Erfolg bei den Ironman-Europameisterschaften in Frankfurt. Das war eine Titelverteidigung, die du, glaube ich, selber auch nicht so ganz erwartet hast, richtig?
Also nach dem Schwimmen habe ich es mit Sicherheit nicht erwartet. Ich habe gesehen, dass ich dann beim Radfahren Land gewinne und habe mich ja dann relativ weit vorgefahren. Aber trotzdem war natürlich noch ein riesen Abstand zur Führenden. Und ich war mir dann auch nicht ganz sicher, wie gut Caroline nun inzwischen läuft. Früher war sie nicht so eine starke Läuferin. Und ich wollte hier unbedingt heute unter 3 Stunden laufen. Und ich wusste, dass ich gut laufen kann. Von daher habe ich immer damit geliebäugelt und gehofft. Ich bin auch die ganze Zeit immer näher aufgelaufen und habe schon so ein bisschen gedacht, na, das klappt, das klappt, das klappt. Ja, die Hälfte habe ich, noch 21. Bis wie viel Uhr schaffst du es? Bis 22 Uhr ist Zielschluss. Sag mir schon. Also, noch 3 Stunden, ein Viertel. Schnell.